Hoher Besuch in München. Zur Eröffnung des Deutschen Apothekertages reiste Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe an und richtete ein Grußwort an die Apothekerschaft. Nach gut 9 Monaten Notdienstpauschale zog er eine positive Bilanz. Bislang liegen uns für diese Notdienstpauschale erst die endgültigen Zahlen aus 3 Quartalen vor. Es zeichnet sich aber ab, dass die Pauschale bis zu 250 Euro pro Nachtdienst und mehr liegen wird. Wir werden auf jeden Fall die weiteren Quartalszahlen mit Ihnen gemeinsam im Auge behalten und immer wieder prüfen, ob diese Pauschale den Anforderungen ausreichend entspricht. Gröhe betonte, die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln durch die Apotheker sei von großer Bedeutung. Aus diesem Grund werden wir gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium, das für die Arzneimittelpreisverordnung zuständig ist, den Fixzuschlag genau zu beobachten haben. Wir werden prüfen, ob gegebenenfalls weitere Anpassungen notwendig sind. Dafür brauchen wir jedoch von Ihnen, und ich denke, das wird in bewährter Zusammenarbeit geschehen, weitere belastbare Daten über die Veränderungen sowohl auf der Kosten- wie auf der Einnahmenseite. Dasselbe gilt für weitere Wünsche der Apotheker. Eine Erhöhung der Rezeptur- und BTM-Gebühr wird von Ihnen schon seit längerem, wie ich weiß, gefordert. Deshalb werden wir auch dieses Thema auf die Tagesordnung setzen, wenn es darum geht, mit den Fraktionen des Deutschen Bundestages und dem Bundeswirtschaftsministerium darüber zu besprechen, welche Fragen im Apotheken- und Arzneimittelbereich vorrangig zu behandeln sind. Auch hier bedarf es dann des Austausches über entsprechende belastbare Daten. Abda-Präsident Friedemann Schmidt versprach Gröhe im Anschluss, ihn beim Wort zu nehmen und die nötigen Daten zu liefern.